Mein Name ist Eline van Dijk und ich bin Provenienzforscherin am LWL-Museum für Kunst und Kultur. Das heißt, ich schaue mir an, welchen Weg ein Objekt seit seiner Entstehung bis zum Eingang in die Sammlung eigentlich genommen hat. Die auffindbaren und verfügbaren Quellen sind dafür aber nicht immer ausreichend. Das möchte ich Ihnen anhand eines Beispiels der Pferdeweide von Erich Heckel einmal aufweisen. Das Gemälde haben wir 1954 auf einer Auktion der Galerie Fischer in Luzern erworben. Die einliefernde Person, also die Person, die das Gemälde zur Auktion gegeben hat, ist uns dabei nicht bekannt. 1908 hat Erich Heckel dieses Gemälde gemalt. Die Frage, die sich das Museum also stellt, ist die, wo war das Gemälde zwischen 1908 und 1954? Denn uns interessiert insbesondere, dass es nicht zwischen 1933 und 1945 unrechtmäßig einer von den Nationalsozialisten verfolgten Person entzogen worden ist. Der Nachlass Erich Heckels ist wissenschaftlich aufgearbeitet worden und wird betreut in seinem ehemaligen Wohnhaus in Hemmenhofen am Bodensee. Hier findet sich leider kein Hinweis darauf, wann und an wen Heckel selber vielleicht das Gemälde einmal verkauft haben könnte. Auf der Rückseite des Gemäldes finden sich potenziell interessante Merkmale. Das können Etiketten sein, Stempel, Beschriftungen. Diese führen allerdings leider zu keinen Erkenntnissen hinsichtlich der Identität eines Voreigentümers oder einer Voreigentümerin. Die Provenienz des Objektes, also seine Herkunft, weist also erhebliche Lücken auf. Diese Lücken machen wir kenntlich in der Sammlungspräsentation auch auf unserer Website. Denn der Besucher, der hier in unsere Räume kommt und die expressionistischen Werke sieht, der weiß natürlich oftmals gar nichts über die Geschichte dieser Werke, welchen Weg sie also genommen haben. Zudem möchte das Museum transparent mit den Forschungsergebnissen umgehen. Gleichzeitig sind wir auch auf Hinweise angewiesen und nehmen diese gerne entgegen.